Ein Stadion am Wörthersee. Nach der EM 2008 scheint das Wörthersee-Stadion mit 35.000 Plätzen etwas zu verweisen. Immerhin kamen zum gestrigen Testspiel Schalke 04 gegen Udinese Calcio 5.500 Zuschauer. Ansonsten trägt der Regionalligist SK Austria Klagenfurt seine Heimspiele vor knapp 2.000 Zuschauern in der Arena aus. Und der FC Schalke 04, der zog am dritten Trainingstag ebenfalls in das Stadion. Wohl aber auf der Suche nach etwas Schatten. Obwohl, nur in den ersten 20 Minuten wurden Dehn- und Streckübungen im schattigen Plätzchen durchgeführt. Ansonsten wurde gelaufen. Mehr oder weniger. Die Spieler, die gestern über 90 Minuten spielen durften, durften auch früher freimachen. Und das Nachmittagstraining, das wurde heute komplett abgesagt. Erholung. Erholsam dürfte es aber für Manager Horst Held gerade nicht sein. Immer noch sind einige Spieler zu viel im Kader. Nach dem ersten Trainingslager in Donaueschingen verschlankte sich der Kader nur etwas. Also schlanker ist in der Tat ein bisschen geworden, aber es macht auch keinen Sinn, nur mit 11 Mann ins Trainingslager zu fahren. Also von daher gibt es jetzt Situationen, die man dann immer bearbeiten muss und auch immer situativ behandeln muss, auch die einzelnen Spieler behandeln muss. Es gibt auch jetzt auch keinen Grund, Spieler absichtlich zu Hause zu lassen, die sich korrekt verhalten, die gut trainieren. Also da gibt es keine Notwendigkeit. Und von daher ist es natürlich dann nicht einfach, wenn man mit so vielen ist, aber wir haben ja auch 25 Spieler, von daher passt das schon von der Anzahl. Es ist jetzt auch nicht zu viel, dass sie sich alle auf den Füßen stehen. Dabei ist Obasi im Aufbautraining ist jetzt auch nicht so, als wenn der einsteigen kann. Bei Rojado, der ist jetzt leicht verletzt, also deswegen mit zu wenigen Leuten sollte man auch nicht ins Trainingslager fahren. Jetzt gibt es ja die Rückkehrer immer noch. Gibt es da schon irgendwelche Tendenzen? Anthony Anand zum Beispiel, da ist jetzt Aston Villa im Gespräch. Ehrlich? Ja, der Paul Lambert hätte wohl ganz großes Interesse. Hat er sich bei Ihnen gemeldet? Nein, ich habe es nur gehört. Ja, weil bei mir hat er sich nicht gemeldet und von daher kann ich das nur dann auch behandeln, wenn sich der tatsächlich bei mir melden würde und dann würden wir das auch dementsprechend behandeln, aber das ist bisher nicht der Fall. Aber wenn Sie die Quelle nochmal aufmachen und dann können Sie mir ja Bescheid sagen. Dann haben wir noch den Herrn Baum-Johann. Was gibt's da? Ja, der ist jetzt nicht mitgefahren ins Trainingslager, weil er zwei Termine hat mit zwei potenziellen Vereinen, die Interesse haben. Und das findet jetzt am Wochenende statt. Das Ergebnis ist noch offen und werden Sie jetzt dann auch gucken, ob das dann noch Sinn macht, ihn mit dann noch nachzuholen oder ob er dann in Gelsenkirchen bleibt, weil wir sind zwar noch nicht so lange hier, bleiben aber auch noch nicht so lange. Es kann auch sein, dass sich dann auch vielleicht auch erst Montag oder Dienstag was entwickelt und deswegen muss man das auch noch abwarten. Welche Vereine sind das? Das kann ich nicht sagen. Jetzt hätte ich beinahe gezuckt. Und Vasilio Pliatsikas ist in Gelsenkirchen geblieben bei der U23. Hat das auch einen bestimmten Grund? Ja, der Manager von Genk ist, glaube ich, verschollen, weil der meldet sich nicht mehr. Also offizieller Aufruf? Ja, wäre mal ganz gut, glaube ich, ja. Zumindest, ich habe auch nicht auf eine SMS geantwortet und bin gerade zu Recht dafür kritisiert worden. Und ihn versuchen wir allerdings auch schon seit ein paar Tagen anzurufen. Der meldet sich auch nicht mehr. Also von daher, vielleicht ist auch der Akku leer von ihm.